Ich glaube, ich mache mal. Ich drücke mal Druck, Screenshot. Wer weiß, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Na, ah, nein, nein! Klappt. Hui! Matsch! Oder auch nett. Ach, das Kolosseum gehört ja auch schon mir, stimmt. Hier hätten wir auch noch was. Wenn es nicht zu teuer ist. Na, ja, nee, das reicht nicht so ganz. Ich meine, wir haben zwar noch jede Menge auf der Bank, aber wir wollen nicht alles auf einmal ausgeben. Links lang oder rechts, rechts lang? Bin ich mir ganz sicher. Oder? Oder? Ich weiß es gerade nicht. So. Ja. Das müsste eigentlich da vorne sein. Aber das war ja ein kleiner Weg. Ja, da ist es doch. Und hier ist auch noch ein Wahrzeichen, das wahrscheinlich wieder 3 Millionen kostet. Ach, da oben. Quanta costa? Zu viel. Was, Kölle? Ah, ne, Kolle Platino. Oder Palatino. Yeah. Lasst mich doch. Ich tue noch keinem etwas. Ah, die Mission war erfolgreich. Ja, wunderbar. Ja, quatschen wir erstmal an und dann gehen wir mal zum Taubenschlag. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, diese Borgia Bastardi. Aber ihr seid ein bemerkenswerter Krieger. Könntet ihr mich unterrichten? Selbstverständlich. Nichts lieber als das Taubenschlagstar. Wunderbar, da gehen wir mal hin und machen die nächste Mission direkt. Täubchen kommen geflogen. Flatter, 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 flatter. Ja, Rinaldo Roccia, denke ich mal. Teiligen wurde abgeschlossen, Bezahlung wunderbar. 2, okay, 2, okay. Filippo Foglia, ja, irgendwie sowas. Ja, okay, okay, okay. Ja, der Schläger. Der Schläger. Der Yeah, Gangster. Naja, okay, lassen wir das mal. Aufträge. Ich würde sagen, wir machen Kölle mal fertig. Hier gibt es ein bisschen mehr Furino. Ist auch etwas schwieriger und auch dauert auch. Ja, lecco mio. Egal, direkt mal auf die Vollen gehen. Den nehmen wir, den nehmen wir, den... ich glaube, das lassen wir erstmal. 8% ist mir ein wenig zu wenig. Das... Nee. Vielleicht dann besser das hier. Vielleicht klappt das ja besser. 27%, 55%, 71%, 87%, 100%. Perfekt. Und das gibt nochmal richtig dick EP. Dauert 8 Minuten. Wir starten. Erfolgsaussicht 100%. Mission akzeptieren. Läuft. Fantastisch. Huh?
Okay, jetzt ist hier mal eben das Spiel abgestürzt. Ich könnte kotzen. So, das Spiel ist mal wieder abgestürzt. War ja auch nichts anderes zu erwarten. Naja. Kommen hier eigentlich immer wieder mehr dazu, habe ich das Gefühl. An Leuten, die wir rekrutieren können. Ich habe so das Gefühl langsam. Wobei uns bringt das ja eigentlich nichts, weil wir können ja immer nur. Ach nee, wir können ja mehrere Aufträge gleichzeitig machen, meine ich. Ja, das heißt, weiter rekrutieren. Was da zeuchelt. Wir brauchen Kohle, Mensch. Ich möchte alle Wahrzeichen haben. Ich möchte 100% Synchronisation haben. Das heißt, wir müssen alles machen. Alles, was es gibt. Jeden Grashalm mit der Schere auf eine ebene Fläche schneiden. Im übertragenen Sinne. Und das Unkraut jäten. Die Erde umpflügen. Und natürlich. Oh, eine hübsche Lady retten. Ja, das mache ich doch gerne. Hallo, denn hier behandelt man so eine Lady? Also ihr seid mir welche, ihr Schweine. Ha, yeah. Na, hübsche Lady, was darf ich für euch tun? Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war äußerst geschickt. Bitte, lehrt mich so zu kämpfen, wie ihr es tut. Ja, eine zweite Frau im Team, das kann doch nur Gutes verheißen. So, die nächste oder der nächste, das weiß man nicht so genau. Ja, genau in die andere Richtung. Ist ja fast wie so ein ja, Popstars-Casting oder so ein Scheiße. Wobei bei diesem Casting eher genommen wird. So ein Germany's Next Nix. Man muss nichts können, man muss sich nur verteidigen können. Und doch noch nicht mal helfen. Aufs Maul, aufs Maul. Yeah. Oh, das ging aber jetzt zackig. Der andere ist, glaube ich, runtergefallen. Das können wir und das werden wir mit eurer Hilfe. Die Befreiung Roms hat begonnen. Immer derselbe Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte nehmt mich mit. Sehr gerne. So, der nächste. Jetzt werde ich mir noch einen holen. Und zwar genau den hier, weil der ist direkt in der Nähe von einem Taubenschlag. Nicht der Arzt, der da. Ah, was soll's. Ist ja direkt daneben. Ist direkt in der Nähe. So, jetzt habe ich's. But I think I must go away from this Felsen hier. Ich traue mich da jetzt nicht. Alter, egal. Ah, ich lebe noch. Das ist schon. Passt schon so, ne? Hui, oh, ui, 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 das war knapp. Hürdenspringen war das. Wer könnte unsere Hilfe sicher brauchen? Wer könnte unsere Hilfe brauchen? Ich brauche eure Hilfe. Wir müssen Rom retten. Aus den Klauen dieser Borgia befreien. Dieser Bastarde. Elende Bastarde. Ach, jetzt laufe ich noch instinktiv zum Arzt, weil die Markierung da ist. Ja, ich bin. Ja. Oh. Phase 2. Yeah. Arschloch. So, mal sehen, ob das geht. Nee, hat nicht so ganz geklappt. Alter, du Assi. So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Yeah. Hab Dank für eure Hilfe. Aber sie werden mich aufspüren.
Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Aber selbstverständlich. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. So, nächster bitte. Nicht nächster bitte, sondern ich möchte jetzt eigentlich zum Taubenschlag. Der auch hier ist. Plotsch. Na, mein kleines Täubchen? Na? So, Hortensia Orlandi. Nestore Nucci. Und Piero Piacentini. Aufträge. So, dann gucken wir mal. Machen wir mal Florenz. Oder machen wir mal... Wo gab es denn hier die meisten? Da. Calicut. Da kann man nämlich, glaube ich, jede Menge auf einmal machen. Eingabe. Sprich, welche kann ich... Die kann ich nicht nehmen. Ich habe nur 4. Das ist ja scheiße. Ach, da reicht einer. Okay. Mission starten. Hier machen wir dann unseren... Nee, mal eine Frau, die schaffen auch was. Hortensia mit 98%. Ja, ich glaube, das kann man noch akzeptieren. Verträge stehlen. Ich glaube, dafür bräuchte ich dann 2 und die habe ich auch noch. Einmal Mr. Ottavio Olivieri und Nestronucci. Yes, so, es laufen 4 Aufträge zur gleichen Zeit. Das ist doch mal was Neues. Das ist doch geil. Ich könnte noch ein paar Rekruten gebrauchen, fällt mir gerade so ein. Für weitere Aufträge. Kann es... Ach so, wir können... Ach, wir haben das Maximum erreicht. Okay. Ja gut, also wieder ein paar Flecken auf der Karte weniger. Das ist doch fantastisch. Was ist denn nochmal das hier? Das ist Assassin... Was ist denn nochmal ein Assassinenturm? Hilft mir doch jemand eben auf die Sprünge. Ich weiß es gerade nicht. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als rauszufinden. Gehen wir mal dahin. Gucken wir mal, was das ist. Assassinenturm. Verdammt. Ich komme gerade nicht drauf. Was ist das denn gleich? Ein Assassinenturm. Jenny. Was, Jenny? Jenny! Wo bist du? Ich bin weg, glaube ich, in Ruhe. Ich will von dir nichts hören, alter Sack. Och, Jenny, ich vermisse dich so. Hau ab. Du altes Walrus, du. So, ich sehe weit und breit keinen Turm. Ah, kann man das? Ah, nee, das ist ganz. Das ist ganz, das brauchen wir nichts machen, ne? Das ist ein Taubenschlag. Was war Romulus Schatz? Das war doch dieses Dingens, wo die 4 Türen waren, ne? Wo man... wobei, das interessiert mich. Ah, mein Gedächtnis. Lässt mich gerade wieder im Stich. Ach ja, doch, genau das war das. Da brauche ich gar nicht erst hin. Oder habe ich die nicht alle schon? Erstmal gucken, was der Assassinenturm ist. Und dann das andere. So, die Reihenfolge bleibt jetzt. Was kann man denn da oben machen? Gucken wir mal. Erstmal hochkommen. Assassinenturme. Sind die Aussichtstürme? Sieht jedenfalls so aus wie einer. Aus Stein gebaut und ziemlich hoch. Aussichtsturm.